You need to know that I'm a So, wieder hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video zu Need for Speed Payback und einem neuen Tuning-Video. Und heute schauen wir uns den Mercedes A45 AMG an. Ich habe die AMGs hier im Spiel irgendwie sehr stiefmütterlich behandelt. Also sowohl den AMG GT als auch den A45 habe ich mir nicht wirklich groß angeschaut. Und das wollen wir heute mal nachholen, weil ich finde den A45 AMG an sich ein sehr, sehr geiles Auto. Hat gut Bums, hat Allrad. Ein echt, also auf jeden Fall ein gutes Leistungspaket, das Ding. Und wir wollen mal gucken, was so optisch hier so im Spiel geht. Ne? Serienmäßig ist das schon mal ganz geil, auch mit dem Spoiler. Also den kommt man ja zusätzlich bestellen, sowas. Finde ich den A45 doch echt schon schick. Als Dreitürer finde ich ihn noch geiler, weil so vier Türen, ich finde bei den ganzen Hatchbacks stören mich echt vier Türen. Aber, na gut, da kann man drüber hinwegsehen. Das Geile ist, der knallt halt wie ein Blöder serienmäßig. Wartet mal kurz. Das ist, kein Scheiß, das ist eine fahrende Popcornmaschine, das Ding. Es ist so geil. Ich feiere das doch richtig hart. Kein Scheiß, der ist nur am Ploppern und Knallen und super geil. Warte mal, wir können diesmal eine andere Garage mal anfangen. Wir fahren die hier drüben mal an. Fahren wir nicht mal eine andere Route. Können wir ein bisschen mehr Highway geböllern, dann kann man den A45 mal ausfahren. So sieht's aus. Dem Street Racer bin ich nicht gewachsen. Das könnte echt peinlich werden. Ja, genau. Wir haben ihn nur schon knallhart besiegt in einem drum und dran. Jetzt sind wir mit einem anderen Auto unterwegs und urplötzlich ist es peinlich. Ja, wie wir wissen, ist Tyler ein offizieller Markenhasser, er mag keine Mercedes. Ja, das ist Thailand. Das ist nicht meine Einstellung. Wie gesagt, A45 AMG finde ich geil. Ich finde AMGs grundsätzlich geil. Ich wäre, glaube ich, nicht die Käuferschicht dafür. Also, ich glaube, ich würde mir keinen kaufen. Dasselbe ist mit M von BMW. S-Modelle bei Audi ist wieder anders, aber das ist halt eben so Markensache bei mir. Aber wie gesagt, ich finde die super, super geil, aber ich glaube, ich würde keinen kaufen. Obwohl bei der neuen A-Klasse in den Innenraum habe ich letztens schon mal jetzt mal drin gesessen. Also schon leicht geil, der Innenraum ist schon wirklich pornös geworden. Jetzt muss man erstmal schön sabbern, sehr gut. So geil ist der, mir läuft das Pokémon zusammen. Der ist schon wirklich echt schön geworden, der neue Innenraum von der neuen A-Klasse. Nicht so ganz mag ich dieses riesige Display, was sie über die Armatur im Brett haben, weil die haben jetzt ein Display für eben die Multimedia und die ganzen, alle möglichen Gedönse und ein Display eben für Tacho und sowas. Die haben mittlerweile als Display und nicht keine richtige Tacho-Einheit mehr. Das Problem ist, es wirkt für mich wie so ein Tablet, was mitten einfach ins Armaturenbrett reingesteckt worden ist. Also es wirkt nicht so zugehörig zum restlichen Armaturenbrett. Das stört mich irgendwie. Bei den größeren Mercedes S-Klasse, da finde ich das gut gelöst. Bei der A-Klasse finde ich es noch ein bisschen... Ja, ich glaube, da muss man noch so den optimalen Weg finden, wie man das schön umsetzt. Wie gesagt, Idee und Konzept sind super geil. Auch die ganzen Beleuchtungselemente bei der A-Klasse im Innenraum. Braucht man nicht drüber reden, das ist mal mehr als sexy. Du kannst gefühlt alles LED beleuchten. Das ist für jeden RGB-PC-Typen der feuchte Traum eines Autos. Sag ich mal, serienmäßig ist, das ist krass, Alter. Die war Fast Furious damals, das hätte sich keiner denken können, dass du Lüftungsdüsen plötzlich mit LEDs farblich ändern kannst. An sich halt nur eine Spielerei, aber finde ich ein saugeiles Recht. Nachts fahren ist damit natürlich atmosphärisch wie Sau. Ja, das finde ich geil. Also muss ich sagen, ich finde die neue auch an sich schick, obwohl die Front mir nicht so ganz so sagt. Ich finde die Generation hier noch echt bisher geil. Man muss mal auf den AMG warten. Der AMG kann es wieder rausreißen. Normale A-Klasse finde ich auch nicht geil. Bei mir, ich finde, dann ist schon AMG so das Auto, was man dann nehmen muss. Aber es ist eigentlich bei vielen Modellen in der Klasse so. Ich will doch keinen normalen 1er nehmen. Muss auch schon ein M sein. So, dann gucken wir nochmal. Ich bin sehr gespannt, was wir so tun können. Es wird jetzt sehr interessant werden. 175er Leistungsindex serienmäßig. Wir machen natürlich erstmal ein wenig die Höhe. Das geht so nicht. Oh, ist schon mal okay. Auch wenn ich sagen muss, dass der Kollege eine leichte Keilform entwickelt. Also eine leichte Keilform ist gut. Alter, guck mal, wo hinten der Reifen steht, wo er vorne steht. Warum geht denn der hinten nicht tiefer? Höchstens wegen Antriebswellen. Allrad ist immer eine ziemliche Abfuck-Sache, wenn man tieflegen will. Aber ich spreche aus Erfahrung. Ich fahre ein S3. Das Ding möchte auch hinten nicht auf den Boden kommen. Aber das ist schon kacke. Also das ist schon... Nicht nur so ein bisschen, mal kurz ein bisschen. Keilform ist schon hart. Egal, mal ein bisschen Sturz noch. So. Gut, dann gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, was wir machen können. Scheiben können wir jetzt ein bisschen dunkler machen. Obwohl ich den Innenraum schick finde. Also eigentlich müssten wir es nicht. So. Hauben haben wir zwei zur Auswahl. Eine leichte Hutze. Sicher gar überlegen. Finde ich sogar gar nicht mal so schlecht. Die finde ich. An sich finde ich es geil. Ich hätte die beiden Einlässe in der Mitte weggelassen. Also nur diese Erhebung hätte ich gerne gehabt. Das ist sehr cool gewesen, weil das wäre eine schöne Linie gewesen. Die ist halt eigentlich auch Quatsch. Die macht halt gar nichts. Die ist halt wirklich nur Optik. Weil es ist halt eine Einbuchtung, aber die nimmt mir ja Motorraum eigentlich nur den Platz weg.
Ja, komm, dann machen wir die. Komm, machen wir die. So, Grill und Stoßstange ist einzeln, das ist geil. Du hast sogar offizielles Mercedes-Teil, eieiei. Also die Sonderausstattung bei AMG gewesen, ne, mit diesen komischen Diamanten, nenne ich sie mal, die da dran sind. Das sind ja keine Diamanten, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall, das macht das Ganze nochmal ein bisschen mehr sexy. So, Stoßstange. Originale finde ich schon ganz schick, bin mal gespannt. Ja, okay. Auf gar keinen Fall, also das geht gar nicht, Alter, nee. Also das ganze schöne Carbon und so, die ganzen schwarzen Elemente kann man ja nicht komplett wegnehmen. Das sieht ja... Ah, nee, nee, nee. Jetzt will ich gerade original. Ich finde die Originale gerade am bulligsten von den dreien. Sieht auch irgendwie am geilsten aus. Es reicht, weil wir unten... Die Maus im Spiel haben wir ja weiter nicht. Diese Lippe nochmal drin, also diese Linie. Nee, wir lassen es. Sorry, ich muss da original bleiben. So, dunkel... Ach, krass, es gibt noch andere Scheibenwerfer. What the fuck, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee, ich hätte gern die abgedunkelt. Ich will die anderen nicht. Es gibt noch andere Scheibenwerfer, mein Gott. Der Cesta ist ganz schön viel zu, muss ich mal erwähnen. Ja, komm, machen wir diesen Äußerlich-Guck wieder mal drauf. Wir haben ihn schon ewig nicht mehr benutzt. So, Spoilerschwert. Okay, okay. Also die Standardschwerter halt. Da können wir von mir aus gerne eins dran machen, weil die Schürze hier ein bisschen Serie gelassen haben. Dann machen wir aber mal so eins. Ein ganz normales Brett einfach drunter. So, Finn haben wir ja schon. Das kam jetzt unerwartet. What the fuck? Ich habe noch keine Finn gehabt, die mir die Stoßstange erweitern. Was zum Geier? Und dann werde ich zu der anderen Stoßstange notgedrungen, ne? What the fuck? Warte mal, wir gehen erstmal kurz Kotflügel gucken, mal schnell, warte mal. Ah, okay. Kotflügel und Stoßstange ist ein Kit, das kann man nicht trennen. Das ist schade. Also, beziehungsweise gibt es noch nicht Stoßstange mit mehr Finn. Ja, okay, dann nehmen wir doch die andere Stoßstange, ein bisschen notgedrungener. Das Lustige ist, jetzt hat man eine Stoßstange für 2,25 bekommen. Ne, Stoßstange... Was ein Quatsch. Die Stoßstange ist also... Okay, das verstehe ich nicht so ganz. Egal. So, machen wir die breiten Kotflügel dran. Ja, okay, das sieht so wieder geil aus. Aber ich hätte halt trotzdem gerne eigentlich die Stoßstange... Nee. Okay, die gibt es jetzt gar nicht mehr zur Auswahl. Ist egal. Aber auf jeden Fall die serienmäßige, wisst ihr, was ich meine. Mann, jetzt bin ich hier verwirrt vom Spiel. Nein, vielleicht. Ja, okay, nehmen wir die. Komm. Weight Reduction, Bro. So, schneller. Jetzt bin ich mal gespannt. Gibt es da auch breitere? Oh, nee, da gibt's aber noch ein bisschen tiefer mit Carbon. Das nehmen wir doch. So, jetzt bin mal gespannt. Hinten Kotflügel. Na, da muss ja ein bisschen an Breite kommen. Wenn wir mal vorne gucken. Warte mal, ich kann euch das ja nur kurz nochmal so bildlich vorzeigen, so wenn wir frontal dran gucken. Das ist ein Stück Karosserie, die dazukommt. Oder GFK, je nachdem. Alter Verwalter. Aber schon geil, wie die ganze Stoßstange weiter wird. Das finde ich fett. Das finde ich echt fett. Kann ich nicht so viel Stoßstange noch ändern, oder lässt er mir das gar nicht mehr zu? Theoretisch schon, sieht nur halt kacke aus. Obwohl es gar nicht mehr so kacke aussieht. Es gibt da viele bei Rennwagen sowas, dass der hinten offen lässt, damit die Gummiabriebe so weg kann, damit er nicht im Radkasten sich hängt. Ne, da können wir ruhig lassen. Die sieht sogar gut aus. Da tut sich jetzt nicht so viel. Heckleitbleche. Ach krass, man kann die schwarzen Bleche sogar entfernen. Das ist ja cool. Das ist ja geil, dass das geht. Okay, das ist ein schönes Feature. Mache ich zwar nicht, aber geht. Okay, Diffusor. Was macht der da jetzt? Nee, warum? Der ist ja original ja viel, viel geiler. Nein. So, Endrohre. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin mal gespannt, weil das Problem ist, die Endrohre sind ja in so einer Form. Beziehungsweise an sich sind das hier keine Endrohre, das sind hier Endrohrblenden. Wir sind weit davon entfernt, dass das Endrohre sind. Ich hätte gerne so zwei fette Rohre da drin eigentlich. Fette Rohre, keine Röhrchen. Was soll das denn hier alles, diese kleinen Auspuffrohre? Ja, komm, nehmen wir wissen die. Damit wir wissen, was am Heck geändert haben. Damit wir wissen, was am Heck geändert haben. So, Rückleuchten. Ah, da gibt es auch nochmal andere. Sieht ein bisschen derb aus, sieht ein bisschen behämmert aus, ein bisschen behindert. Na, ein bisschen dunkler, so. Kennzeichen, so, dann machen wir natürlich. Kurz an die Tastatur. Schön, dass ich meinen Kaffee auch wieder total provozierend davor gestellt habe, weil ich anscheinend selber sehr die Gefahr liebe. Soundsystem brauchen wir nicht, so, Spoiler, jetzt bin ich mal gespannt. Der Original ist ja schon in Ordnung. Oder man packt einfach einen WRC-Spoiler dran, dann ist das Ganze noch in Ordnung. Okay, nee, der ist nicht in Ordnung. Der ist sogar... Oh, DuckTale ist sogar cool. Das finde ich... Oh, das... Oh, da bin ich jetzt gerade echt im Überlegen. Den finde ich sogar echt geil. WRC-Flüge ist zwar geil, aber ich überlege halt, dass ich eine A-Klasse fahre und keinen scheiß Subaru. komm, wir nehmen den DuckTale. Den finde ich voll geil. Ich weiß, die meisten in der CD wunderschön den WRC-Flug genommen, aber DuckTale ist auch geil. DuckTale ist auch geil. Müsst ihr jetzt einfach mal zugeben. So, fahren wir denn... Oh, es gibt noch andere WRCs. Mein Gott, ey. Du kannst ja gar AMG-Ausstattung kannst du hier auswählen. Ich glaube, es wäre ein 3SDM wert. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht lange überlegen, weil 3SDM mit kein Scheiß hier im Spiel mein Lieblingsfan geworden sind.
Die einfach mega fetzig aussehen. Oder für die 2 mehrteilig, sehen halt auch gut aus. Nee, oder HE, ach mein Gott. Es gibt so viele gute Felgen mittlerweile im Spiel. Also das Spiel hat wirklich sehr geile Felgen aus, das muss man einfach mal lassen. Boah, oder HRE. Ich echt mal überlegen, HE hat auch ganz paar geile, Alter. Obwohl ich nach vorne schon welche hatte, die mir eigentlich sehr, sehr gut zugesagt haben. Wo waren sie denn jetzt? Die hier. Ja, die habe ich schon für Tiefbett. Die nehmen wir, komm. Die nehmen wir. Reifen kommen die vor Speed einfach. So, Bremssattel brauchen wir nicht. Das ist schön rot, das passt alles. Dann gucken wir gleich mal nach dem Design noch, natürlich. Kann man die Felgengröße noch ändern eigentlich? Oder sind die schon Maximum? Das ist schon relativ groß, glaube ich, ne? Ja, natürlich geht noch größer. Ja, dann machen wir auch noch größer. Absolut. Wenn noch größer geht, dann machen wir größer. Zack. Wenn gleich Luft drin ist, sieht das nämlich geil aus. Finde ich jetzt auf den ersten Blick schon mal nicht so schlecht. Also, ich habe weniger erwartet. Ich habe wirklich weniger erwartet. Das finde ich schon mal echt nicht ganz verkehrt. Ich muss mal ganz kurz mir ein Auto herholen. Wen hatten wir letztes Mal nochmal? Camaro. Weil der Kollege hat nämlich nochmal Luft verwecken. Das bräuchte ich gerade mal kurz wieder. Da, das müsste der sein. Ist ja ungetuned. Wir sind ja jetzt aktuell nur Weißer. Wir machen ja keine Leistung. Weil Weiß ist live. So, ich hätte gerne einmal dein Luftfahrwerk. Objekt entfernen. So. So, Luftfahrwerk einmal draußen. Jetzt können wir das mit gleich in die A-Klasse reinzimmern. Und dann gucken wir jetzt erstmal kurz nach dem Design natürlich noch. Aber das Ding braucht natürlich auch ein Design. So, Luftfahrwerk ist drin. Das wollten wir nicht, das wollten wir. So, Community. Dann gucken wir mal. Ah, Target for einer von den KI-Designs. Saugeiles Design nebenbei. Muss ich da Need for Speed mal einen Hut vorziehen, haben sie schön gemacht. Kein Scheiß, das Ding hat allein durch die breiten. Das Ding steht durch die breiten Kurvenflüge so assi da. Wir müssen an den Seiten schwer noch ein bisschen tiefer, minimal. Aber natürlich baut ein. Wo ich ja gerade erwähnt habe, WX-Flüge. Das passt halt so gut, da ein Subaru-Design drauf zu zimmern, ey. Weil das Ding echt eine Identitätskrise hat. Ah, ein bisschen Petronas. Ja, kann man machen. Ah, so viele krasse, die mich jetzt mega umhauen, habe ich jetzt gerade gar nicht. Ja, Petronas Design, wie ich erwähnt habe, ist ja Mercedes-Sponsor, das passt ja. Obwohl ich, wie gesagt, ich bin gerade echt... Oh! Oh! Also Lobo-Gangster, falls du das hier siehst. Braucht man gar nicht lange überlegen, was für ein Design auf mein Auto kommt, wenn da ein fettes LPN auf der Seite prangert. Da sind wir alle mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob, weil es ein... portugiesische, eine brasilianische Flagge ist, ob du überhaupt meinen Kanal kennst und das Logo einfach nur geil fandest. Wenn ja, dankeschön, mein Logo ist an sich dann echt cool, das freut mich. Ich habe echt schon von Wien gehört, dass sie echt das Logo aufs Auto drauf packen, weil sie es schön finden einfach. Das ist freut mich. Er ist recht international gesehen, weil die hat meinen Kanal dann gar nicht kennt. Aber ja, nehmen wir das. Sehr gut. Wir haben ein Design gefunden. Ich muss jetzt leider die brasilianische Flagge runterkicken. Es tut mir sehr leid. Ich bin leider nicht so brasilianisch im Innern. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Und die Zeit. So. Die 65, das ist ja widerwärtig. Da muss eine 05 hin. Kann man das noch anpassen? Nein, kann man nicht. Egal, dann bleibt eine 65 drauf. Können wir mit leben. Aber geil. So, her. Tada. Wir haben jetzt nur Need for Speed Reifen und Falken Schriftzug, aber ist egal. Falken Schriftzug und Need for Speed Reifen geht doch. Das kann man machen. Ich hätte aber gerne einen Blendstreifen. Ist mir egal. Ich mache jetzt trotzdem einen Blendstreifen drauf. Ziemlich fetten auch noch, weil ich da irgendwie Bock drauf habe. Hallo, wie kann ich jetzt die Farbe nochmal? Da, Farbe. Einfach schön grau. Sehr gut. Perfekt. Änderung speichern. Ja, einfach überschreiben, genau. So, jetzt müssen wir Felgenfarbe ändern oder nicht. Ich finde die halt original immer ziemlich geil, diesen Anthrazit, was sie haben. Okay, beispielsweise so ein Blau natürlich auch brutal. Boah, das wird mir als brutal. Ja, machen wir. Alles gut. Hab mein Thema. Hab's gemacht. So, jetzt müssen wir gucken, haben wir noch vielleicht Nitrofarbe, Platinblau, ja komm, Platinblau schon okay. Ne, ich wollte Reifenqualm oder Blau. Türkis, Lila, ja Lila tut's auch. Neon, Türkis tut's auch, okay, sehr gut. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal raus, dann gucken wir, wie das Ding gleich so liegt, das interessiert mich nämlich jetzt gerade mal. Aber finde ich schon mal nicht schlecht geworden, ja, klasse, finde ich gut, finde ich hübsch. Also ich finde es jetzt persönlich echt gut. Also ich finde es jetzt nicht schlecht.
Doch, doch, kann man machen, oder? Ich finde, kann man schon machen. Auch mit der Felgenfarbe, die scheppert halt jetzt gerade richtig rein, ne? So, ich würde mal sagen, drück mir das Knöpfchen. Tschüss, Rauch. Oh, oh, Entschuldigung. Da kam es über mich. Ich, Alter, der legt das Schwert ja in den Boden rein. Das ist ja die fast tiefste Karre im Spiel. Es flackert hier vorne gerade zwar die Hülle los, aber ist mir egal. Alter, liegt das Ding geil. Warum flackert hier einfach gerade alles eigentlich? Puh. Junge, schippert das hart. Das Ding ist ja mal richtig Endstufe geil. Oh, dieser... Da ist recht, weil die Reifen auch mal schön breit sind mit den 3 SDM. Junge, 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 Junge. Das Schwert flackert zwar wie bescheuert und alles andere auch, aber... Das sieht ja wohl mal mehr als geil aus, würde ich behaupten. Auch weil das Ding so geil ist, würde ich sagen, lasst mir ein Video, wenn euch das gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im kommenden Need for Speed Tuning Video wieder. Bis dann. Tschö, tschö.